seconds, 10 seconds remaining. 5 seconds remaining. So, hallo und herzlich willkommen zurück zur John Doe League Season 4. Das vorletzte Spiel in der Season 4. Danach geht's vollends mit Season 5 weiter, die ja auch schon jetzt die Spiele dran sind. Außerdem neben Season 5 gibt es ja auch noch Join Dota MLG Pro League, wo dann demnächst auch noch ein paar Games kommen werden. Aber erstmal müssen wir jetzt Season 4 noch aufholen. Wir haben das Lower Bracket Halbfinale zwischen Basic Unknown und X-Game. X-Game, die Gewinner von Game von Join Dota League Season 3, sind tatsächlich im letzten Game ein bisschen gestompt worden von Mind Control. Aber mal schauen, was sie hier im Game 2 besser sehen werden. Der Gewinner von diesem Best of 3 wird gegen BBC die Tage spielen werden. Und erstmal mit den Bans, dieselben Bans wie vorhin. Wieder keine X-Ban. Aber diesmal ein Void-Ban von X-Game. Auch schön. Schauen wir, ob wir hier einen Brewmaster sehen werden von Unknown. Und ja, es wird ein Brewmaster sein für Unknown. Hey. Totally not offensichtlich. Okay, X-Game. Mal schauen, ob sie wieder mit X gehen wollen. Magnus wird es wieder sein. Dieses Mal auch außerdem die Frage, ob Stalkate ihn auf die Offlane bringt oder Jason wieder in die Mitte. Hat in der Mitte nicht so gut gebracht, aber jetzt haben sie halt auch gesehen, okay, wir haben einen Brewmaster, der wird wahrscheinlich in die Mitte gehen. Brewmaster gegen Magnus ist dann ein einfacheres Lineup als Quap gegen Magnus. Von daher ein weiterer Versuch. Intro Spirit als zweiter Pick, immer noch im Meter drin. Hat ein bisschen abgenommen, würde ich jetzt mal so meinen. Zumindest in der Join Dota Masters. Der Rest wird wahrscheinlich noch picken. Mitchell Spirit. Schön defensiv, schön aggressiv. Ein Aura und prinzipiell offensive, defensive und buffende Fähigkeiten. Von daher sehr gut hier gerade im Meta drin. Ansonsten schauen wir mal, was Unknown dazu pickt. Es ist ein Lion tatsächlich, okay. Wir brauchen jetzt halt die schnelle Kontrolle auf Magnus. Quap-Ban von X-Game. Ja, das ist durchaus sinnvoll hier. Aber es sieht bisher so aus, als ob Unknown ein anderes Lineup als letztes Mal spielt. Haben wir jetzt auch schon, zumindest mit Brewmaster, ein großes Teamfight-Ulti, ja. Aber es ist halt alles kein AOE-Damage, was sie halt aufmachen. Sowohl Lion als auch Brewmaster scheint es jetzt anders zu sein, auch noch auf Teamfight. Denn sowohl Lion als auch Brewmaster können ganz gut Teamfighten. Aber halt nicht der große, cooldown-lastige Ultra, Ultimate, Teamfight auf Destruction, auf Doom, wie auch immer. Slaughter und PA sind die Bands von Basically Unknown. Haben wir noch keine Angst vor dem X. Und X-Game müssen wir mal schauen, vor was sie sonst noch so. Was sonst noch nicht so gut für Brewmaster Line dabei wäre. Tja. Jug ist raus. Die imbersten Helden, würde ich jetzt erstmal sagen, sind raus. Mal schauen, was X-Game hier noch picken will. Haben auf jeden Fall Unknown die wichtigsten Carries zusammen mit Markus schon mal gebannt. Slada und PA. PA mit dem Crit, Slada mit dem Stun in aller AP noch. Wäre ziemlich viel gewesen. Rubik ist also die Wahl von X-Game. AP stielen ist niemals gut. Venture Spirit Swap und Missile. Und auch Wave of Terror sind ziemlich gutes Builds. Von daher wäre das gar nicht so ein schlechtes Game für Rubik hier gewesen. Aber nope. X-Game haben einen Disruptor, von daher packen sie anscheinend jetzt mal so ein bisschen die Teamfights aus. Disruptor wird es sein, vielleicht wird es hier eine Naga sein. Naga-Disruptor ist ja ein gutes Combo und dann haben sie guten Teamfight. Mal schauen, ob Unknown das auch so sehen, ob das hier eine Naga werden könnte. Wenn ja, glaube ich, haben zum einen mit dem Lion Unknown schon beste Voraussetzungen gegen den Naga, zum anderen werden sie wahrscheinlich hier Split-Push gehen. Vielleicht einen Lycan picken und halt einfach so das Game schwierig machen. Lycan ist hier, naja, nicht die beste Wahl, einfach weil Disruptor doch ein guter Lycan-Konter ist mit der Glimpse. Weil das halt natürlich auch mit dem BKB geklärt werden kann. Außerdem Disruptor und Venge, ja, haben halt keine Escapes, von daher sind die gegen Disruptor-Minions, gegen Lycan-Minions vielleicht ziemlich anfällig. Und dann könnte es vielleicht doch ein Lycan werden. Aber mal gespannt, was Matt hier sich so ausdenkt. Und es ist ein Ogre Magi. Instapick Slark. Also keine Naga für X-Game. Slark Disruptor, okay.
Ist auf jeden Fall ein Easy Pounces, das stimmt schon. Und auch eine ziemlich starke Lane. Ist wieder halt sowas. Glimpse into Kill. Glimpse kommt, Pounce kommt, nach dem Pounce kommt der Stun und nach dem Stun kommt das Kinetic Field. Also eine sehr, sehr kontrolllastige Lane für X-Game. Und auf jeden Fall eine Assi-Lane. Müssen sich jetzt Unknown halt auf jeden Fall überlegen, was sie hier picken werden. Irgendwas, was... Weiß nicht, wahrscheinlich was aus dem Pounce rauskommt. Weil dann haben sie ja prinzipiell eine Control weniger. Also, Void ist jetzt schon raus, aber halt irgendwas mit so einem Time Walk oder sowas. Ja, ich weiß nicht, Mirana kann aus der Leash, glaube ich, rausspringen. Aber Mirana ist ja auch eine recht schlechte Offlanerin hier in der Sache. Na, mal schauen, was sich hier an Unknown für die Offlane holt. Ist eigentlich noch viel drin. Titan ist zum einen noch drin. Titan, da wäre wahrscheinlich ein ziemlich gute Idee hier, einfach weil aus der RP eventuell raus die Ravage kommen kann und den Setup kaputt machen kann. Allerdings wird Disruptor wahrscheinlich über die RP halt auch direkt den Storm legen. Nicht ganz sicher, aber als Counter-Initiate auf jeden Fall gut für Unknown, wenn sie einen Titan da rauspullen. Könnte auch ganz gut gegen die Trailhand sein, mit dem Anger Smash und wenig Damage zu bekommen. Disruptor macht sehr wenig Damage. Zumindest abseits vom Level 1. Oh, das ist ein Axe, okay. Unknown selber mit dem Axe. Offlane Axe, aha. Könnte hier funktionieren, ja. Die Frage ist halt nur mit der ganzen Control, ob der Damage halt einfach auf den Axe reicht. Kommt besonders auf die ersten Levels an, ob der gut ist. Ob er halt ein paar Level rausbekommt und damit halt die Spins tödlicher werden. Wofür fürs Luck und das Problem werden halt auch Vengeful Spirit und Disruptor, wenn sie zu nah dran stehen. Was wahrscheinlich nicht passieren wird, weil die Glimpse doch einfach zu positionieren ist. Glimpse und dann kann man halt ein bisschen auf Seite gehen. Aber ansonsten haben sie auch nur einen Stun, so richtig. Und in einer Leash kann sich Axe auch doch einfach repositionieren. Und es wird noch ein Batrider von X-Game. Okay. Batrider, auch sehr lange nicht gesehen. Cooler Held, starker Held. Und sehr, ja, professionell in dem Sinne. Wenn Teams da auch aufgelegt sind, kann es Ultra abgehen. Immer einen rausholen, den Teamfight initiaten. Mit Disruptor kann man sehr schön Spacing machen, wenn jemand rausgenommen wird und Disruptor die, na, zum einen die Fluchtwege sperrt, aber zum anderen halt auch die Counter-Initiate-Wege absichert. Von daher, Batrider hier ein ziemlich schöner Pick. Denn Unknowns Lineup sieht bisher noch nicht so ganz mobil aus. Klar, wir haben Blinkdagger auf Brew und Axe, aber die Supports sind jetzt nicht die schnellsten. Könnte es unter Umständen, wenn X-Game vom Teamfight her sehr Repositioning-Sachen sehr viele hat, sehr viel Teamfight in Sachen Positioning, dann könnte es ganz gut sein. Und die Spectre ist tatsächlich dagegen auch ein cooles Ding, weil eben Spectre überall gleichzeitig sein kann und sich auch im Horn noch umpositionieren kann, um das vielleicht zu countern. Naja, beide Seiten einen schönen Draft. Und ja, Norns Draft basiert so ein bisschen darauf, dass die Spectre fett wird und Axe halt auch ein bisschen Space bekommt. Tja. Bin gespannt, ob sie es bekommen werden. Sehr, sehr, sehr gespannt. Die Lanes werden wir gleich sehen, natürlich. Aber... Vielleicht ist so eine Spectre mit Bloodlust ist halt auch schon hart. Axe profitiert halt auch davon. Ist nicht der perfekte Carry für einen Ogre. Einfach weil Bloodlust halt nur eine Unit affected und halt nicht alle Illus. Aber die Illus bringen sowieso nur das Radiance ein. Wenn hier auf Radiance gegangen wird, es würde mich aber stark wundern, wenn hier nicht auf ein... Ups. Würde mich sehr wundern, wenn hier nicht auf einen Radiance gegangen würde. Einfach, weil der Batrider komplett Initiation weg, auch Magnus kann nicht blinken, die Supports sind sehr squishy und im Prinzip ist auch Slark vom Leben her doch squishy. Naja, ist ein Radiance hier, meiner Meinung nach, Core of Paris. So. Mal schauen, ob hier unser Spectator
so gehen wird oder ob das ein Remake erfordert. Ob jemand AFK im Game rumhängt. Wird auch sein. Oder doch nicht. Insignien habe ich eigentlich schon im letzten Game geguckt. Was haben wir hier? Gospod Bock. Okay. Ansonsten keine wirklich schönen Effigies. Außer halt die zwei Doom-Effigies hier und den einen Arise Magnus. Naja. Go when ready. Basic, connected, okay. Wie auch immer. Gut. Elaines werden wahrscheinlich für X-Game offensichtlicher sein. Stackhead auf dem Batrider auf der Offlane. Mantis, Carry Slark zusammen mit Reeves und Bignum auf Disruptor und Venture Spirit und Jason wieder in der Mitte auf dem Magnus, der wahrscheinlich jetzt eine einfache Lane haben wird, aber es hat auch sein muss. Gegen Mind Control doch sehr stark die Lane verloren. War nicht wirklich abzuwenden, aber naja, er konnte halt im letzten Game nicht so viel tun. Ist halt einfach so. Also seit von Basic Unknown haben wir beim Bo wieder auf der Offlane. Jetzt erstmal mit Maguma. Vielleicht machen sie Duel Lanes. Könnte sein. Aber vielleicht auch nicht. Auf jeden Fall wird Bambo hier jetzt erstmal gefunden. Aber noch zu weit weg und auch Mantis mit dem Pounce kommt da nicht ganz ran. Eventuell wird hier ein Glimpse geskillt, aber ist halt auch sehr geringe Reichweite hier. Hätten sie aber auf jeden Fall tun können. Wäre vielleicht ein bisschen wie die gewesen, Glimpse Level 1, ist halt so die Sache. Nun gut. Mind Control, die Limite auf der Spectre tatsächlich, mit Spectre. Und Paris, nein Quatsch, wahrscheinlich wird er nachher auf die Toplane rotieren, nachdem Paris sich die Rune geholt hat. Nee, aber Quatsch, was sag ich da? Tja, sieht tatsächlich so aus. Paris auf der Safe Lane. Matt holt sich die Rune, oder nicht? Doch, nein. Doch, nein, oh. Paris holt sich die Rune, geht auf die Safe Lane zusammen mit Matt auf dem Line. Und dann, ja, haben wir einen Spec der Mitte. Gegen Jason. Wahrscheinlich haben sie gesagt, okay, letztes Mal Magnus war eine einfache Lane. Von daher mache ich das jetzt einfach nochmal. Aber es ist halt auch die Frage, ob es sein wird. Jetzt mit einer Melee-Lane, auch schön Empower First, um halt den Damage zu haben. Auf der Seite haben wir jetzt halt einen Batrider, der ein bisschen gehauen wird. Und es ist Napalm First, dementsprechend machen sie direkt einen Go. Aber keine Salve hier auf Stalecat. Ist natürlich bitter. Und hier unten halt auch sehr aggressiv vorne hin. Harris auf beiden Seiten. Aber ja. Duel Lanes. Weiß nicht, mal schauen. Wahrscheinlich wird unten das meiste passieren. Aber auch Batrider kann halt oben sehr schnell gecatcht werden. Und sehr. Ja. Sehr schnell vielleicht down gehen. Line wird da. Line spielt er schon gerade sehr aggressiv hier. Matt ist da halt on top of him und lässt ihm keinen Bit Erfahrung. Immer noch null Erfahrung. Anderen kommen jetzt hier den Pull contesten. Aber ja, finden ihn komplett und AX kann er ganz gut wegfarmen. Die Mitte ist sehr toe on toe. Sehr nah dran. Aber wirklich passieren scheint da nichts. Beide Seiten haben einen Escape. Scheint da eher weniger zu passieren. Und tatsächlich, Anon wurden jetzt hier runtergetrieben. Aber können auch einfach wieder hochgehen. Maguma, tanky genug, um hier auch einfach durch den Harass von den beiden Supports durchzugehen. Tja, erste Rune. Geht verteilt daran. Spectre hat erstmal keine Bottle. Wird auch keine Bottle kaufen. Magnus hat seine Bottle schon, hat immer Schlücke drin und brauchte deshalb die Rune auch nicht so direkt. Hm. Matt ist hier, aber Matt wurde gesehen. Trotzdem aber läuft nicht so perfekt für Mind Control, würde ich jetzt mal sagen. 6 zu 2 gegen 12 zu 8. Und dann muss ja auch definitiv Matt sein. Batrider ist schon in den Dschungel abgegangen. Von daher ist jetzt auch klar, dass Matt jetzt hier in die Mitte rotiert. Hat auch im letzten Game ein bisschen Space gemacht in der Mitte gegen Jason. Weiß er schon. Aber einiges an Damage, was hier in Magnus rauskommt. Von Magnus. Bottom Lane haben wir einen 12 zu 3 Slark, der farmt, aber auch 9 zu 0 für den Axe. Allerdings waren noch ein paar Creeps vom Wald dabei.
Also nicht ganz so wertvoll. Trotzdem Smoke hier unten. Unter dem Wort. So wie es scheint. Ja, eigentlich schon. Haben sie jeder gesehen. Sollten sie gesehen haben. Aber keine Pings erstmal von Basic Unknown. Da weiß ich auch nicht der direkte Go hier auf Slark. Was ich dann erwartet hätte. Aber vielleicht kommen sie halt einfach nur zurück. Aber Maguma guckt schon hier. Okay. Der Smoke ging an uns. Und back. Auch schön für Maguma halt. Ich glaube, sie haben den Smoke halt auch gesehen, obwohl sie nicht ausgepinkt haben. Dann hat er auch schön hier gestanden, so okay, entweder kommen sie zu uns, oder wenn sie halt in 5 Sekunden nicht kommen, dann, ja, sind sie in der Mitte, mein Control, pass auf, oder sowas. Kann ich mir zumindest vorstellen. Recht wenig Action für eine Ex of, Aggressive Tri-Lane, aber ist auch noch eine Dual-Lane, ist halt so. Kriegt auf jeden Fall so ein Space. Rune, Maguma geht hin, Migdom geht hin. Aber halt auch das komplette X-Game-Lineup. Das sieht so aus, als ob das... Okay, sie wollen den Kill haben. Wollen ihn nicht hier hoch aufs... nicht hoch auf die Kliffen holen. Und kriegen hier erstmal das First Blood. Hat Maguma bis zum Zweiten, haben sie keine Wards. Kamen viel zu viele Helden. Und der Dross lag, ist... Ja, konnte zumindest dahin gehen. Ohne, dass sie ihn gesehen haben. Sind hier runtergeliebt und dann war es zu spät. Spectre's Farm sieht okay aus in der Mitte. Paris farmt mal wieder ohne Ende. Hat schon... ja, 4 Minuten 30, 1700 Gold. Ja, 5,5, 6 Minuten Blinkdagger oder was? Holy crap. Ja, farmen scheint er wohl zu können. Das ist schon Level, knapp Level 6. Naja, könnte ich mir jetzt gut vorstellen, dass wenn irgendwo mein Go gemacht wird, dass er doch sehr schnell rotieren könnte. Und dann, tja, ist auf einmal ein Brewmaster Level 6 nach 5 Minuten. Nicht so gut. Ah, den Last jetzt verkackt, aber naja. Level 6 ist da. Bambo wird jetzt hier geklimst und ist in 3en. Ist natürlich nicht so gut. Immer noch keine Spins. Call ist da, ein bisschen Armor, aber wird hier down gehen. Wenige Spins, aber halt auch viel zu weit vorne. Solo auf der Offlane und hat nicht ganz sich daran gewöhnt, dass er jetzt halt Offlane spielen muss. Und ich, naja, zusammen mit dem Ogre halt auch aggressiv sein kann. Und ja, es ist doch eine Bottle für Spectre. Na gut. Ja, Maguma. Wurde hier gesehen, von daher kein Go hier unten. Batrider ist wieder oben. Level 3 jetzt hier im Dschungel geworden. Hat immerhin seine Tranquils. Aber Blinkdagger für Brewmaster fertig. Blinkdagger wird er jetzt wahrscheinlich auch direkt benutzen. Nein. Solange da auf Line kein Go gemacht wird. So, dass ich erstmal mit diesen Stack zu farmen hier. Und tatsächlich aus Versehen ist es halt schon fast hier ein Pull geworden. Aber scheint hier nicht down zu gehen, ja. Kann den Stack nicht ganz bekommen. Gut für Unknown, aber halt auch ein bisschen doof gelaufen für Stackhead, dass er da nicht irgendwie näher dranbleiben konnte, noch ein paar Napalm-Stacks drauf machen konnte oder sowas. Um halt hier die einen Triple Stack zu bekommen mit einigen Skeletten drauf. Wäre durchaus wichtig gewesen. Schöner 10 Creature Stun. Aber ja. Stackhead ist hier. Man hat kurz gedacht, dass vielleicht Big nochmal als Rotation rumkommt, aber erstmal noch nicht. Trotzdem halt 6 Minuten Blinkdagger und TP auf Brewmaster. Tja, will man nicht mehr so wirklich Go machen irgendwo. Stehen überall Helden, stehen überall Leute rum. Das wird schwierig, hier irgendwas zu stacken. Bei den Skeletten, die, weiß ich nicht, rumbuggen, beziehungsweise einfach nichts tun. Bo hat vielleicht ein bisschen verpasst, seine Boots abzulegen, aber nein. Erstmal nicht nötig. Und es wird wohl ein Go auf den Top Tower werden. In der Zwischenzeit haben Reeves ja geguckt mal, ob Jason oder ob zumindest der Spectre in der Mitte vielleicht mal down gehen könnte. Der hat aber auch sein Ulti und kann halt sehr schnell nach oben auch abhauen. Stalecat, ah okay, farmt hier. Den Dschungel wird bei doch recht low, aber naja. Überlebt das doch recht eindeutig. Ist ja doch nur Dschungel. Sollte ein Batrider drauf haben. 7 Minuten 30, 1000 Gold, immerhin. Die Offlane liefern nicht so gut dafür. Top Tower is under attack.
Aber ja, Perez kommt ein bisschen out of control. 56 gegen 84. Also Slark hat er noch aufgeholt. Farmt jetzt ganz gut. Mantis ist gut dabei. Hat auch wieder einen Midas. Naja, muss hier Perez auf jeden Fall dann noch Action machen irgendwann. Denn sonst hat er halt erstmal nichts. So hier. Jetzt wesentlich aber besser. Jason, 8 Minuten Blinkdagger. Das sieht schon wesentlich besser aus für X-Game als im letzten Spiel. Und vielleicht auch der erste Go hier, Smoke oder sowas. Ja. Erste Smoke hier. Wollen sie wahrscheinlich den Spectre haben? Spectre ist bei 300 Gold, okay. Also erst Faceboots und... Aber das Problem genau hier. Skewer wird wohl nicht rausbekommen. Direkt der Haunt und direkt weg. Und auf der Bottom Lane. Aber das sieht mit Slug auch nicht besser aus, aber immerhin konnte hier gerade so den... Das Ding dodgen und Brewmaster ist jetzt hier drin. Big Gnome wird hier down gehen. Die Pandas sorgen dafür. Und Brewmaster kriegt hier tatsächlich einen Doppelkill raus. Schön geturnt, aber auch schön von Mind Control hier gerade so rausgekommen und direkt da durch den Illish gedodged von Mantis. Sonst wäre er da unten gestorben. Solo-Kill gegen den Carry wäre halt noch besser für X-Game gewesen als andersrum. Aber ja, 2 zu 2 ausgeglichen. Wichtiger Fight für Unknown auf jeden Fall. Und zum ersten Mal konnten sie das einsetzen und es hat schon ganz gut funktioniert. Schauen wir mal graphenweise das Ganze aus. Sehr stark jetzt hier runter zu Unknown. Haben aber halt auch mit dem Midas und so, klar. Und mit dem X, der dann irgendwann aufgehört hat zu farmen, weil er in den Dschungel musste. Ein bisschen halt weiter nach unten in Sachen Networth. In XP sieht es halt weit für Unknown aus, einfach weil... Gut, keine Ahnung. Weil Perez alleine war wahrscheinlich und weil hier unten halt wieder X-Game mehr auf der Lane waren als Unknown, die doch mehr rotiert hatten. Und das obwohl sie halt auch einen Dschungler hatten. Tja. Mal schauen, Spectre scheint komplett in Fighting Bear zu gehen. Wird eine Urne. Also hier kein frühes Radiance, sondern frühen Fighting Build. Bin ich mir nicht sicher. Radiance wird auf jeden Fall nötig, um die Blinkdagger zu rächen. Die Frage ist halt nur, ob es so ein schnell wie mögliches Naga-Radiance-Ding sein muss oder nicht. Bin ich mir nicht sicher. Aber so ein Fighting-Bild auf einer Spectre ist halt auch schon geil. Besonders, weil eben Spectre wesentlich mehr aktiv sein kann als Naga. Von daher glaube ich hier, dass es halt auch die bessere Wahl ist. Egal, was man halt so als Argumente anbezieht. Ganz gut die Stacks am Farmen. Bamboo wird auch bald den Blinkdagger haben. Sehr nah dran und dann wird auch Unknown vielleicht mal schauen, ein bisschen aktiver werden. Aber jetzt hier erstmal Jason. Mal schauen mit der 2-Mann AP. Ja, schöner Blink erstmal noch rein und direkt rein, aber direkt wieder Haunt. Und direkt wieder raus. Diesmal wieder auf die Bottomlane, wo aber auch kein Mantis mehr da ist. In Mitte geht es mittlerweile weiter. Perez ist mal wieder da. Batrider aber mit dem Lasso. Werden mal Guma hier down bekommen, aber Jason geht hier auch down und jetzt kommt der Split. Keine gute Sache. Wohin kommt der Stun? Ah, jetzt vielleicht? Nein. Wir wollen Reeves haben. Und Reeves wird wahrscheinlich ein Problem haben hier. Fire Panda ist immer noch nicht down. Bambo hat seinen Call verpasst, aber ist noch ganz knapp hier. Kann Starcat noch rausgehen. Wird hier unten gesehen, aber Bambo kann halt nicht ran. Und tja, 2 zu 1. Guter Trade bisher für Unknown. Ah, Blink vor Turn ist nicht so gut. Kam natürlich das dann raus, damit er keinen Chop-Chop machen kann. Sehr schade für sie. Weil so ein Chop-Chop ist halt immer das Beste am Ex. Der Ulti rauszuholen. Trotzdem, naja. 3 zu 1 im Endeffekt für Unknown. Und wieder stellt sich Mind Control hier als das Ziel raus, was sie einfach nicht tot bekommen. Immer noch zu 0, obwohl da ein 2 APs gefangen war. Haben halt nach der AP eigentlich keine Control mehr. Disruptor ist jetzt halt da, aber trotzdem war er halt nicht da direkt. Konnte nicht direkt sein Ulti raufwerfen. Und damit lebt es ja doch immer noch. Schauen wir uns mal die Graphen an. Nach 12 Minuten weit hat er auch für X-Game hochgegangen. Aber jetzt mit den paar Kills da am Anfang genau. Ist es doch... sehr viel darüber. Aber Hold the Thought. Dann lassen wir die Initiation unten von X rein. Aber Matt wird hier down gehen. X versucht nach unten zu TPen. Aber
ganz knapp auf Mantis. Kriegt er nicht den Chop-Chop drauf. 2:0 für X-Game. Und jetzt turnt sich das tatsächlich. Haben wir versucht, auf Mantis noch den Kill zu bekommen, aber nicht möglich. Ist nicht low genug dafür gewesen. 2:0 jetzt wieder für Unknown. Komplett even Net Worth und auch in der XP. Sieht es doch recht even aus. Schöne Kills und ein bisschen Overextension von Axe hier unten. Bambo hatte da in einige reingegangen. Oder war da in einige reingegangen. So. Tja, wie sieht's generell aus? Da können wir mal die Item Progressions hier angucken. Im Unknown, die halt die beiden Cobblink-Digger haben und eigentlich wird jetzt wahrscheinlich Spectre genau aufs Radiance gehen. Ist halt jetzt im Sparen, jetzt ist ja die Zeit, wo Unknown Space createn muss und verhindern muss, dass X-Game irgendwie die Spectre in die Hand bekommt. Ogre hat halt seinen Soul Ring, ist dafür ganz gut. Mad nicht so wirklich. Hat halt den Position 5 Lion diesmal in der Hand. Naja. Auf der Seite von X-Game, die jetzt hier in der Mitte gerade mal groupen, haben wir Jason mit dem Blink-Dagger und Batrider mit dem Blink-Dagger. Batrider ist natürlich dann auf dem Weg am Forstaff, aber das dauert noch einige Zeit. Die jetzt auch Richtung Top verschieben. Reeves als Position 5, Venge for Spirit hat auch nicht so viel, hat aber immerhin die Urne. Und naja, Slark, der auf dem Weg zum Scuddy ist schon. Mit der Hand of Midas. Aber hier oben könnten wir jetzt was sehen. Wir haben AP ready. Wie sieht's aus hier oben? Außer Spectrehorn ist in 15 Sekunden ready. Von daher wird es wahrscheinlich auch ready sein, um hier reinzukommen. In 8 Sekunden. Noch nicht direkt, aber wird auch noch nicht direkt losgehen. Beide Teams sind ein bisschen unsicher. Wollen gucken, sehen wir jetzt hier Mantis. Und Mantis hat auch direkt gesehen, scheiße, Vision ist hier. Ich muss hier back. Aber halt auch der Ping raus. Okay, ich wurde hier gesehen, das heißt, es kann halt auch sein, dass jemand High Ground steht. Von daher, up back und vielleicht mal in den Jungle, wo sie tatsächlich Mind Control hätten finden können. Der ist aber gerade B gegangen. Durch, anscheinend hat er die Bottom Lane gesehen, oder ich weiß nicht genau, was er hier wollte. Sieht am Smoke aus hier. Dass sie wussten, dass es ein Smoke ist. Und ja, jetzt haben sie sich in der Mitte gezeigt. Mind Control ist vielleicht trotzdem ein bisschen zu weit vorne, ja. Stalkhead sucht nach ihm. Sie wissen halt jetzt hier, sehen jetzt hier das Feuer, das heißt, sie wissen, dass Batrider ist sehr weit vorne für Mind Control. Wahrscheinlich eine Bait. Jetzt kommt das Ulti, aber schöner AP und schöner Static Storm. Und da gehen einige von anderen down. Zwei down, Paris ist auch down, ohne splitten zu können. Und guck mal, kommt jetzt hier rein. Stalkhead wird down gehen. Mind Control ist zu weit hinten. Wird jetzt hier geglimpst, was vielleicht eher besser ist für Mind Control als immerhin. Versucht das ganze Zeit hier zu juken, aber schafft es nicht. Geht halt auch down. Double Kill für Mantis. Und dann Stoppable Streak, die er sich hier aufbaut. Wunderschöner Fight für X-Game mit einem wunderschönen Static Storm. Und ein extrem guter AP. Hat alles wunderbar funktioniert. Und wie man im Fight Recap auch sieht, kriegen sie da einiges raus. Sonst für Slark, der da 700 Gold rausholt. Noch Disruptor. Der ja, vielleicht ein paar Items dann doch ganz gut gebrauchen kann. Schöner Fight. Für X-Game. Mal schauen, wie viele sie da noch bekommen. Wenn der Split rausgekommen wäre, wäre das vielleicht ein bisschen anders gelaufen. Aber Axe waren früh raus, Paris war früh raus und damit war nicht mehr viel von anderen übrig, was zurückfighten könnte. Für Slark, was kommt da an für Slark? Ultimate Orb ist da. Von daher ist es halt jetzt auf dem Weg zum Rest des Scuddies. Und da ist nicht mehr viel übrig. Aber erstmal Unknown smoken in den gegnerischen Dschungel. Finden hier Jason. Den sie auch finden und sehr schnell down bekommen. Ah, kein Chop-Chop-Ping bekommen. Bumbo ist traurig. Aber immerhin ein Kill. Ein wichtiger Kill wäre hier auf Mantis gewesen. Aber Mantis mit 6-0. Sehr evasive, kommen sie nicht ran. Immerhin können sie den Tower backdoren. Haben sie einen Kill und einen Tower bekommen. Es ist halt worth it. Eins zu eins jetzt an den Towern für beide Teams. Mind Control wird hier gesehen und wird halt auch direkt der Go gemacht von Reeves. Der bleibt an ihm dran. Und jetzt wird es schwierig, hier rauszukommen und direkt nach oben hingegangen.
Aber das Lasso ist da. TP kommt raus, okay. Und kein Mana mehr. Schön gesehen, dass Dialcat hier kein Mana hatte. Und einfach raus von Mind Control. Schnelle Reactions. Er hat direkt gesehen, okay. Invis-Rune. Da werden mehrere sein. Direkt raus. Schön reagiert. Und dadurch überlebt er schon wieder. Er hat nur einmal down gegangen. 2180 Gold. Auf dem Weg zum Radiance. Und hat auch schon jetzt mit dem Fighting Build sehr gut unterwegs. Rotating X-Game. Rotiert erstmal rum, der Rest farmt noch. Sie geben Jason ganz viel Space, wahrscheinlich um seinen Force-Staff zu bekommen. Mantis sollte jetzt eigentlich seinen Scuddy fertig haben. Ach, hat schon länger fertig. Okay, never mind. 18 Minuten Scuddy ist halt auch ziemlich geil. Ansonsten halt, Dschungel wird gefarmt. Wahrscheinlich werden, lass es auf Cooldown. Danach werden sie wahrscheinlich wieder aggressiv losgehen. Bei Known sieht es ähnlich aus, sind halt ein bisschen gespaced, gucken halt, dass sie, klar, ein bisschen farmen schon noch. Paris muss halt weiter farmen, aber das Wichtigste ist halt auch erstmal den Dschungel unter Kontrolle zu haben, dass Mind Control hier nicht irgendwie wieder gecatcht wird. Sehen hier Stalcat, schön, aber zurückgeglimpst und direkt in den Static Storm reingeglimpst, aber jetzt kann er hier rauskommen und splittet. Die Frage ist, was kriegen sie raus, Stalcat? Kriegen sie hier Stalcat überhaupt raus? Schöner Swap raus. Und Paris ist halt ein bisschen tief drin. Vier Leute. Hier stunnen. Maguma ist drin. Versucht sie hier aufzuhalten. Und... ah, Paris schafft es nicht ganz da rauszukommen. Rauszublinken. Wird hier wahrscheinlich down gehen. Und ja, Unknown kommen da nicht rein. Wollen nichts damit zu tun haben. Und es wird ein 1:1 Trade sein. Mit zugegeben sehr viel Space für Unknown, die auf der ganzen anderen Map farmen konnten. 1:1, Aix hat sehr viel Space bekommen, hat fast sein Blade mehr fertig. Auf der anderen Seite sieht es für Mind Control ganz gut aus, der knapp 1000 Gold oder knapp 500 Gold in der Zeit bekommen hatte. Top Tor wird eingegriffen, aber es fehlen auch nur noch 700 Gold bis zum Sacred Relic. Aber ich höre ein Lasso, in der Mitte auf Maguma, der wahrscheinlich ein Easy Solo Kill wird, aber nein, Mind Control ist da. Guckst du dir das erstmal an mit seinem Ulti, ob da jemand ist? Nein. Und der Kill ist nicht ganz da. Ganz knappe Sache hier, aber nein, tatsächlich wurde es getroffen. Ja, das wurde tatsächlich getroffen bei dem Ignite. Und dann geht er hier noch down. Sexy Mabo findet Reeves, Chop Chop und, oh, nicht schnell genug weg. Ist schnell weg, aber eventuell kommt er so gerade weg. Blink Dagger und Blink Dagger, Blink raus. Schön gemacht. Und knapp mit der Shockwave, aber die hat er sowieso nicht bekommen. Hit and Run auf der anderen Seite tatsächlich. X-Game wollte einen Hit and Run machen, aber hat nicht genug Damage einfach in der Hand. Mit nur Disruptor. Und Batrider war einfach nicht der Damage auf den Ogre vorhanden, der doch ein recht tankiger Support ist. Von daher konnten sie das hier turnen. Mein Control war zum Glück in der Nähe. War eher Glück für sie. Aber gut, er hatte sowieso seine Ulti. Was halt der Hauptteil des Ganzen ist, was Mind Control eben gerade macht. So, Regeneration Rune kommt und gleich ist das Sacred Relic fertig. Es ist ein frühes Radiance auf jeden Fall für so ein Fighting-Build. 10:10 ist es bisher. Und Spectre ist natürlich härter als Slug. Zumindest im Allgemeinen und auch im Late Game. Naja, muss jetzt X-Game vielleicht hat ein gewisses Timing, was da ausgeht. Big Nom hat jetzt hier ein Problem. Versucht irgendwie zu juken und es sieht sehr erfolgreich aus. Schön den Ward gesetzt und ab dann nur noch weggelaufen. Blink Dagger flyen. Matt hat schon wieder einen frühen Blink Dagger bekommen. Haben schon wieder nicht drauf geachtet. Auch schon seit längerer Zeit da gehabt. Für Unknown sieht es besser aus. Die Grafen bestätigen das nicht, aber der Punkt ist, dass sie es von 4000 Net Worth vornehin schon wieder komplett even gezogen haben. Und komplett even mit prinzipiell den wichtigsten Item auf den ganzen Kurs. Blink Dagger auf Lion, Blink Dagger auf Brewmaster, Blink Dagger auf Aix, Fasten Radiance mit dem Sacred Relic jetzt auf Mind Control, auf der Spectre. Gut, und Ogre, ja. Ist, glaube ich, tatsächlich auf dem, ja, weiß ich nicht, Forstaff. Könnte hier ein Forstaff werden, es könnte aber auch ein Agamemnon sein. Aber ich glaube, es wird eher ein Force-Staff. Irgendein Repositioning-Items bräuchten sie vielleicht so, um aus einer AP einen rauszubekommen, bevor der Static Storm drauf ist oder sowas. Wäre das vielleicht gar nicht mal so schlecht. Finden eine Vengeful Spirit Illusion, die aber nicht den Smoke gesehen hat, nicht den Smoke bricht. Von der Zurückhaltung von Unknown. Und ab in den gegnerischen Jungle, wo sie Batrider, wie es scheint, finden könnten. Ja, Blink und Hex. Ah, schön reagiert von Matt.
aber nicht schnell genug reagiert hier. Von Stylecat. Hey, direkt down geht's. Nicht ganz erwartet hätte, hier unten noch initiated zu werden. Aber das ist halt der Punkt mit dem Smokes. Hatten halt hier den Ward. War komplett ausreichend. Wobei, ne, der Ward wurde jetzt erst gestellt, okay. Wussten halt auf jeden Fall, dass er irgendwie unten ist. Und dann nochmal ein kurzer Blick nach vorne von Bucking Mad. Hat den Kill bekommen. Wenige Kills, aber... Tja, in der ganzen Zeit farmt halt Spectre. Und Slark farmt natürlich auch... Hat BKB und Scuddy fertig. Richtig gut gefarmt, 7-0. Wir sehen natürlich auch hier im Last Sitz sehr weit vorne. Im Networth knapp 5... Holy shit, 7000 vor der Spectre. Bamboo geht hier down. Ja, Mantis ist riesig. Mantis ist richtig groß. Die Frage ist halt nur... Tja, bringt es was gegen so eine Spectre mit einem Radiance jetzt? Ich würde sagen ja. Die Frage ist, wie die Fights kommen. Ah, okay. Mantis hat doch ein bisschen mehr Last, bisschen Managed-Worth, als ich jetzt erwartet hatte. Puh. Hab wieder die falschen Graphen aufgehabt. Last jetzt zeigen ein bisschen was, aber ja, dass er hier so viel hat, habe ich jetzt hier erstmal nicht erwartet. Ja, mein Control. Erstmal schnell hier raus. Und Bucking Mad geht tatsächlich rein und will einfach nur den Batrider haben, geht aber dafür down. Mantis jetzt mit dem Brewmaster solo drin, Magoma wird hier geglimpst, aber ist nicht so schlimm. Hält halt die Leute auf. Auf der Rückseite haben wir aber eine Spectre, die Uranians jetzt hat, aber noch keinen. Noch nichts anderes. Multicast, vielleicht geht hier Restore. Nein. Ignite auch auf das andere Ziel. Von daher immerhin ein 2-1 Trade, allerdings zwei Supports für den Batrider. Es war halt wieder nicht das, was X-Game eigentlich erwartet hatte. Wieder nicht das, was sie gewollt hatten. Aggressiv vorne hingegangen und wieder nur ein paar Kills bekommen. Und nicht den vollen Trade. Aber jetzt kommt die Rotation von Spectre. Reef soll das Ziel sein, was hier down gehen wird. Aber er hat noch Stick Charges. Überlebt das Ganze. Ein weiterer Snipe von Mind Control, der ins Leere geht. Und ja, die erste Spectre Illusion. Unerfolgreich. Roshan ist jetzt das Ziel von X-Game. Schön gedacht. Einfach halt auch nur das Ding, dass sie jetzt halt keinen Haunt mehr haben. Und die Brewmaster Split ist halt auch für 50 Sekunden raus. Von daher wird das ein easy Rush für X-Game. Denken sie sich. Aber Unknown ist tatsächlich hier. Finden Reefs. Mal schauen, ob sie hier Reefs down bekommen. Sieht nicht danach aus. Und der Static Storm ist drin. AP nur auf Bamboo, der auch seinen Batman anhatte. Und jetzt wird es schwierig. Paris hat sowieso keinen Split, aber BKB an. Und versucht hier rauszudefinieren, aber Skua ist da. Landbreak ist da. Keine Chance für Paris zu entkommen. Tatsächlich steht hier Anno noch drumherum. Und lassen sich jetzt weiß ich jetzt nicht, was sie genau wollen. Mind Control geht da rein, kriegt den Kill, aber poppt halt einfach instant von Mantis, der so fett ist, dass er einfach beyond godlike ist. 10-0-6. Und halt auch einfach so mal einen Spectre auseinander nimmt. Das war nicht der Fight, den Anno gedacht hatten. Und das war... Objektiv gesehen hat auch vollkommen abwechselnd von Unknown. Sie wussten, dass sie keine Ultis haben. Okay, sie wussten technisch nicht ganz, dass Roshan da ist. Naja, war es halt nicht ganz klar, dass hier der Go gemacht wird, dass sie alle da sind. Man hofft nur, einen Disruptor zu finden. Allerdings ein Disruptor alleine in dieser Area heißt halt schon, okay, Frosch ist da. Haben wir nicht down bekommen. Und bezahlen jetzt den Preis. In Sachen Networth ist es immer noch even. Okay. Wird wahrscheinlich aber gleich in Richtung X-Game gehen. XP auch noch even. Aber das liegt ja doch daran, dass das Mantis halt der einzige gerade ist, der weiter vorne ist. Die restlichen Cores. Spectre ist sehr weit hinten, ja. Ist halt auch in der Mitte gewesen. Ist halt vergleichbar mit Jason in der Mitte. Aber ansonsten halt, die Cores von Unknown haben halt wesentlich mehr Networth als die Cores von X-Game. Bis auf Mantis ist halt die Ausnahme. Und wie es bisher scheint, scheint es aber auch genug zu sein. Denn Mantis hat hier den Impact und holt hier jeden, hat eine Aegis und wird die nächsten 4 Minuten erstmal nicht zu stoppen sein. Kleines Problem für anderen vielleicht hier, dass sie alle unter dem Wort stehen und gesehen werden und eventuell gleich initiated werden. Und das Axe könnte ein Problem bekommen, aber es sieht eher nicht so danach aus. Ja, der Go. Sehr aggressiv von Mantis hier rein. Aber ja, Mantis ist halt auch gerade genau derjenige, vor dem sich Anon komplett fürchtet.
Und ich weiß nicht, ob sie den Tower hier deffen können. Und alle Ultis da von Unknown. Aber sind nicht in der Position, haben sich auch schon zurückgezogen. Von daher, Free Tower für X-Game. Und zumindest sonst sind Unknown jetzt doch sehr in der Defensive. Finden ja, das sind eine DD für Paris wahrscheinlich. Nee. Mein Controller ist auf dem Weg, sich die DD zu holen. Auch besseres Ziel wahrscheinlich. Power's down. Und die Rotations kommen jetzt hier los. Erstmal in die Mitte. Reeves wird gefunden. Direkt der Horn rein. Aber auch für Reeves ist es nicht genug. Der Finger direkt von Matt. Und es sieht so aus, als ob er hier down gehen wird. Ignite sorgt dafür, dass es gekillt wird. Außerdem Ogre Major holt auch die Venture Spirit. Alle Supports von X-Game hinten. Und Mantis ist auf dem Weg hierhin. Und jetzt müssen halt... ganz knappe Sache. Müssen sie jetzt hier raus. Und mal schauen, ob sie hier noch Mind Control bekommen, aber es sieht eher nicht danach aus. Hätte ja sein können, dass die NAP ist. Ja, Mind Control geht den sicheren Weg. Geht weiter nach hinten, macht auch den Radiance aus. Oh, und TP tatsächlich vorher. Jetzt kein Mana mehr, um da rauszukommen. Greedy von Mind Control. Da nicht die Idee zu poppen und, naja, einfach irgendwo hier zu TPen. War definitiv die Chance da. Greedy von Mind Control und bezahlt damit mit seinem Leben. Einiges von Golden XP durch diesen einen Kill wieder an X-Game. Die jetzt dann doch definitiv die Führung übernehmen in diesem Spiel. Ja, aber auch schöner Chase von X-Game hier. Dass sie jetzt doch so lange hinterherkommen und doch quasi blind das hier finden, obwohl halt der Ward hier Division endet. Und sie halt einfach blind gehofft haben, dass er hier ist. Und da war er tatsächlich. Und MKB fertig fürs Lag. Puh. 10:07 mit so vielen Last Hits ist halt einfach fett. 20k Net Worth nach 30 Minuten. Nicht schlecht. Mantis hier bisher der Farmer, der Held mit dem meisten Impact. Und mal schauen, ob sich das ändern wird. Weil ja, Lucky Hex vielleicht von Bucky Matt könnte es hier werden. Aber ansonsten wird Mantis da wenig aufhalten. Nächste T2 ist das Ziel von X-Game, beziehungsweise vorher noch ein paar Pickoffs holen. Und da kommt Kayla rein und Stylecat. Schöner Swap raus, aber Paris sorgt da. Sorgt für den Clap. Mantis ist halt drin. Die Frage ist, ob sie noch weiter reinmachen. Jetzt kommt tatsächlich hier der Turn. Mantis lebt aber noch. Nichts passiert. Paris kommt hier rein. Sehr aggressiv. Denkt zumindest, dass er nicht braucht. Versucht jetzt hier Reeves noch zu bekommen. Und mit der Double Damage Mind Control auf jeden Fall ein Kill. Jetzt immerhin 3:0 getradet. Da ist an X-Game ein bisschen zu tief reingekommen. Und Mantis konnte halt eigentlich nichts machen. Das war jetzt so das Ding. Dass Mantis da keinen Impact hatte. Wenn Mantis, ja, irgendjemand, irgendein Ziel gefunden hätte, sähe das Ganze halt anders aus. Unknown haben auf einmal wieder das Momentum für 20 Sekunden. Mal schauen, was sie mit dem machen. Das sieht nach dem Bottom und ein bisschen nach der Mitte aus. Aber wesentlich mehr als raus pushen scheint es, glaube ich, nicht zu sein. Aber Aegis ist down. Das werden sie jetzt hier wissen. Aber trotzdem, alle sind wieder da. Und ab zurück. Retreat! Grafenweise immer noch even. Unknown sind halt noch drin, haben 3 Cores. Und, naja, X-Game hat eigentlich nur einen. Also man mit dem Magnus, und das ist so einer der besseren Cores, die man von zurück aus auch haben kann. Ja, nicht viel Net Worth, aber hey, es ist ein Magnus, der braucht einen blinkenden Force-Staff, das reicht. Ist sogar auf dem Weg, natürlich, zum Refresher und wird ihn noch bald haben. Von daher, es sind nur 10k Net Worth, aber 10k Net Worth für einen Magnus ist halt alle Items, die Magnus haben will. Bis auf den BKB vielleicht. Aber das wird dann halt nach dem Refresher kommen. Und das wird halt auch die Sache sein. Mit dem Refresher, wenn er hier genug findet. Ist das ein easy Teamfight? Wahrscheinlich easy Game. Da ist nicht mehr viel. Wenn jetzt hier ein Teamfight gut für X-Game läuft, keine Buybacks da sind, dann wird das jetzt sehr schnell Rex. Und sehr schnell auch mehrere Rex. Ah, Mantis wird jetzt hier tatsächlich gefunden. Die Frage ist, ob sie irgendwas tun können.
Ja, ja gut, erste Leben. Aber au, schöne AP. 4. Okay, 3. Irgendwas tun können. Ja, ich hatte irgendwie noch im Kopf, dass er noch DE gesagt hat. Natürlich. Haben ihn hier draußen bekommen mit dem Finger. Ist ein guter Spare dagegen und haben halt Aix doch noch den Call rumbekommen. Auf Suddenly. Unknown is doing it. They're doing it, they're doing it. It seems they're doing it. Yes, they're definitely doing it. Suddenly. 7000 XP. 5000 Net Worth. Hat wieder nur mit dem einen. Das ist genau das Problem eben. Wenn man alles auf einem hat, dann kann man es auch sehr schnell abgeben. So eben bei Mind Control, das im letzten Kampf, im letzten Game nicht der Fall. Aber jetzt hier, obwohl es auf Slark doch ein sehr, sehr tankiger beziehungsweise ein evasive Hero ist. Wenn er down geht, dann geht er down. Und auf einmal sind zumindest die Tower wieder even. Für Unknown. Nach diesem Tower. Von dem ich jetzt mal ausgehe, dass X-Game da nichts gegen tun können. Und die Items, holy crap. AC fertig. Aber halt auch. Es ist tatsächlich das Argonauts auf Reefs fertig. Und das ist halt auch so ein großes Item. Zusammen mit dem Basher auf Slark, der noch schwieriger macht, ihn irgendwie zu bekommen. Buyback war tatsächlich aber auch nicht auf. Ja, war nicht da, aber brauchten sie ja doch nicht. Wenn sie da hätten das Buyback verschwendet und wäre nochmal down gegangen, dann wäre es definitiv fast schon GG gewesen für X-Game. Von daher. Gut, dass sie es halt nicht so greedy gemacht haben. Direkt Buybacks gezogen, direkt Go gemacht. Dann hätte das eventuell schlimmer werden können, als es jetzt war. Auch früher war schon noch gespawnt, tatsächlich. Sehr schnell hier. In 20 Sekunden mal schauen, wen zuerst entdeckt. Trotzdem aber Unknown jetzt hier. Oh, 10.000 XP auf einmal. Zack. Die schießen einen Kill. Okay, die schießen 4 Kills. Aber technically war es nur einer. Zumindest der wichtigste. Ja, der Mitte Tower. Welche anderen hat jetzt ihre Ultis da, aber wollen ihn doch nicht deffen. Es ist langsam soweit mit 35 Minuten und dem Farm, den die beiden Parteien haben. Das ist langsam darauf hinausläuft, nur noch Aggron zu fighten oder Pickoffs zu holen. Und das war halt jetzt hier die Sache, wenn sie da den Fight verloren, wäre es halt irgendwie Game gewesen oder Rex. Buyback-Status. Sieht halt nur für Axe Buyback und für Spectre Buyback, von daher wollten sie nicht zu viel machen. Starcat knapp auf Bambo getroffen. Und erstmal einen Standoff, mal schauen, ob hier irgendwas passiert. Der Ward von Reefs hingesetzt. Knapp außerhalb der Reichweite hier. Das ist bitter. Schöner Ward eigentlich auch, um halt irgendwie hier in die Richtung einen Ward zu finden. Und vielleicht hier oben. Aber dann doch tatsächlich ein bisschen zu weit oben, um diesen Sneaky Ward hier zu sehen. X hat jetzt sein Arganims, aber ob das ja das bisschen Damage fürs Damage gibt, naja. Schauen erstmal Unknown X-Game, wenn sie hier smoken. Für Unknown, die hier gesehen werden, wären es wahrscheinlich keine gute Idee zu smoken, aber mal schauen, ob sie hier der Highground gehen quasi. Ob sie den Engage machen, sie werden halt hier gesehen. Und das könnte gut sein, um den Engage zu machen. Und Magoma deckt hier den Smoke auf und direkt kommt es rein. AP auf einen nur. Allerdings ist das Disruptor-Ulti sehr gut hier drin. Spectre wird zurückgeschickt. Und wie sieht's aus? Niemand stirbt. Aix ist der Erste, der down geht von Mantis. Venture Spirit überlebt das Ganze tatsächlich noch. Kriegt ja tatsächlich nichts der Panda mehr. Von daher nur Aix. Der Rest ist Low Reefs. Überlebt das letztlich auch noch. Mad muss jetzt hier abhauen. Wird hier zurückgeglimpst und geht dann jetzt auch down. 2:0 nach diesem Fight hier nur. Das war ein super Disruptor-Ulti. Wobei die AP tatsächlich nur auf einen ein bisschen bitter war. Und eventuell aber auch dadurch Roshan. Und das könnte halt. Das könnte der große Gewinner dieses Teamfights werden. Dass sie hier Roshan bekommen. Sieht dann noch raus ohne Ultis und ohne ihren Aches werden Unknown wohl nicht fighten. Außerdem mit Mantis so fett. Schauen wir, dass das Aegis nimmt und es wird ein Hide auf Midas, die weggeht, natürlich. Und ja. Midas gedroppt, aber ohne Vision da rein. Können hier kein Snipe passieren, außer bei dem Moment da. So. Ein Hide auf Midas, it would be a shame. If someone would steal it. Spectre wird dicker. Jetzt halt Defo fertig. Alter Fahrt, aber trotzdem
eher von der squishigen Seite. Das Diffu wird ihm jetzt... Ach, Diffu. Ja, Manta wird ihm auf jeden Fall jetzt ein bisschen helfen, die Lanes rauszupushen. Trotzdem aber... X-Game werden einen Engage suchen. Jetzt mit Mantis, mit der Aegis, werden sie definitiv den Go suchen. Und das Wichtigste ist, dass jetzt nicht alle in einer Ravage stehen, sonst sieht es schlecht aus. Aber hauptsächlich, ja, das, bei einer Ravage ist halt tatsächlich das Schwierige, das Ganze positiv anzusehen. Wenn jetzt sagt, okay, sag's eher positiv, wenn Jace eine gute AP trifft. Aber eine gute AP ist hauptsächlich davon abhängig, ob Unknown hier eine gute AP reinläuft oder nicht. Wir haben sie gesmoked und schauen mal, ob sie irgendwas bekommen werden. Gehen jetzt hier oben her. Und Unknown sind hier auf der Bottomlane. Aber jetzt, die Ward sieht sie. Von daher wird... kommen Unknown definitiv schnell hier rein. Aber der Smoke läuft jetzt auch aus. Von daher werden sie gesehen. Und aber der Engage kommt. Frühes Ulti. Um zu gucken, wo sie sind. Kriegen sie jemanden? Mantis ist da. Blinkt gerade so weg und hat jetzt eventuell seinen BKB verschwendet. Das wäre nicht so gut. Call kommt hier raus. Versuchen jetzt hier Mantis tatsächlich irgendwie zu kiten. AP auch nur auf Paris. Das ist bitter. Abyssal Blade wird sie hier rauf. Mal gucken. Und er kriegt tatsächlich ein Split raus, weil das BKB schon vorher war. Sixth Moon Bow ist jetzt im Lasso drin. Aber Stalecat mit dem Multicast wird jetzt hier Chop Chop Down gehen. Auf der anderen Seite sehr weit nach hinten getrieben, dieser Fight. Aber Mantis ist hier tatsächlich drin. Nächste AP. Oh nein, auf das Blade Mail. Und das geht hier down. Und ja, Mantis zweite Mal töten wird schwierig. Von daher versuchen sie jetzt hier ihr Bestes, das irgendwie zu dodgen. Mantis geht jetzt... Ah, jetzt ist aber der Call drauf und dann wird das Kill von Mantis sein. Der hier mit dem Blade Mail langsam down geht. Ultra-Kill von Bumbo auf dem Axe. Der sehr gut drin war, aber leider zwei nicht so gut gelaufene APs und wunderschön gekitet von Unknown. Besonders beim ersten BKB von Mantis war das super. Hat Mantis nichts rausbekommen und dann war das BKB down. Und Unknown konnten vollkommen reingehen. Mussten hier irgendwie vier Leute für Mantis drauf neuten, aber haben super gejuckt, super gekitet. Und im Endeffekt ist es so, wie es läuft. Und es wird wohl eine Rex sein für Unknown hier. 50 Sekunden noch. Buyback jetzt, oder? Sind sie greedy? Paris? Nein, niemand ist greedy. Und direkt back. Und die Rex überlebt tatsächlich noch mit 60 HP. Schöner Buyback. Hätte nicht zur besseren Zeit kommen können, dass die Rex es noch überlegt. War ein Plus dafür. Ah, Magoma wird jetzt hier gefunden. Mal schauen, ob er da noch irgendwie... Nein, wird nicht gerettet von seinem Team. Haut nochmal gerade einen Triple Multicast raus. Warum auch nicht. Killing Spree geht an Stalecat. Tja, aber er kauft sich erstmal ein Game, nachdem er tot ist. Auch 2400 XP. Für einen Support-Ogre, okay. Und 800 Gold. Tja, Aegis will es wissen. Bambo sehr tief drin. Und, oh, Sniperinos. Kriegt ihr den Kurier? Oh! Und BKB TP raus. Schön gesehen. Wo auch immer her. Ne, hat sich den Kurier herfliegen gesehen, glaube ich, wo er hier stand. Und dann schön den Snipe gemacht auf den Kurier. Natürlich nichts drin, aber... Worth it, besonders in der Phase dauert es ein bisschen länger. Vielleicht kauft Mantis aber auch einfach mit seinen... Er hat Buyback auf Cooldown, hat tatsächlich noch das Hand of Midas, was er benutzen kann, von daher wird er jetzt nicht direkt anfangen, irgendwie 5 Kurier zu kaufen. So, okay, du killst einen, wir holen uns alle. Weil es lustig gewesen wäre, 5 Kurier zu kaufen und dann irgendwie kommt Aegis rein und choppt alle weg. Nee. Tja, Unknown sind jetzt erstmal defensiv, wenn jetzt mit dem Game wahrscheinlich anfangen, ein bisschen zu dewarden. Haben auch einige Wards, die sie hier finden werden. Okay, die Ward läuft halt hier schon aus. Und die Ward eigentlich auch. Von daher eigentlich keine Wards fast mehr für X-Game da. Die definitiv neue brauchen gleich. Aber Unknown wird auch keine erstmal finden. Wenn vielleicht diesen Ward noch finden. 10 Sekunden. Sieht nicht danach aus. Matt hat jetzt den Ward, aber ja, sieht halt auch schon, okay. Die laufen aus, 18 Sekunden. Ist erstmal nichts. BKB für Batrider. Roshan in 4 Minuten. Also auch ein früher Roshan wieder. Gutes RNG in diesem Game. 21 zu 29. Und noch ist alles offen. Der Mantis, der fett ist. Die Gap dazwischen ist immer noch groß. Zwar keine 10.000 mehr, aber immer noch 8.000 Networth. Und Spectre ist immer noch nicht der Held, der top ist. Immer noch nicht geschafft, irgendwie über Bambo und Paris zu werden. Und das mit dem Radiance, was er schon einiger Zeit hat.
Trotzdem, aber es wird erstmal tatsächlich hier das Ghost Scepter. Um halt auch gegen Mantis zu überleben. Das Radiance macht jetzt erstmal den Damage. Keine Illus machen, die den Damage machen. Von daher, erstmal das Ghost Scepter zum Überleben. Sieht so aus, als ob Unknown hier oben auf der Top-Lane was forcen wollen. Nicht so ganz sicher, was. Aber es, ja. TPs kommen zurück. Und eventuell Smoke? Nee. Unknown oder X-Game sind sich halt auch nicht sicher, ob sie jetzt hier gesmoked sind oder nicht. Sehr lange nicht gesehen, keine Vision. Sehr defensiv müssen sie spielen. Denn noch ein Fight und es ist vorbei. Mantis hat, tja, keinen Buyback. Immer noch nicht für 3 Minuten. Der Rest hat Buyback. Von daher, ein Fight könnte das Ende des Games bedeuten. Und das werden wir natürlich nicht durch Greedy draußen sein aufgeben. Unknown farmen halt sicher Ancients. Gucken, dass sie ein bisschen die Lanes rausgepusht bekommen. Der Ward hier ist jetzt da, aber Matt sorgt auch dafür, dass er gleich weg ist. Wurden immerhin gesehen, aber naja, Unknown weiß halt auch ungefähr, wo sie sind. Sie haben jetzt hier auf der Top-Lane, sehen sie Jason. In der Mitte wird jetzt Mantis gesehen. Und da wissen sie jetzt erstmal, dass das auch Ruhe ist. Mind Control wird halt, könnte durchaus hier alleine auf der Lane sein, weil er halt dieses Split pushen und mit dem Horn reinkommen kann. Aber trotzdem sind sie so offensiv, dass sie halt auch sagen, okay, wir brauchen nicht Five-Man zu sein. Jason kann alleine auf der Lane sein. Und der Tower soll es jetzt erstmal für X-Game werden. Für Unknown werden. Unknown X-Game, irgendwie hört sich das ähnlich an. Ja, kriegen hier den letzten T2-Tower. Und jetzt ist es wirklich High Ground für beide Seiten. Nichts anderes mehr übrig. Ward wird jetzt auch gespottet. Von daher für beide Seiten doch recht dunkel auf der Map. Wie sieht es mit einem anderen Ward für X-Game aus? Ja, Disruptor hat den Game. Wird ihn vielleicht an Bedfeller abgeben. Hat er noch Space? Ja, hat er noch Space. Wird ihn also gleich an Bedfeller abgeben, aber der Ward hier wurde auch schon gespottet von Reeves. Und wieder mal beide Parteien hin und her. Nicht wirklich erstmal viel passieren hier. Nicht wirklich erstmal hier viel passieren, okay. Was ein Satz. Aber ja, passiert nichts. Itemweise, Batrider ist gesixslottet. Prinzipiell kann auch ein Mask of Madness oder sowas bekommen, aber ansonsten nichts. Slug ist gesixslottet. Magnus hat auch, ja, bis auf das BKB vielleicht, alle Items, die er haben will. Venge, Disruptor auch. Und Venge, ja, technically auch. Für Unknown, wie sieht's da aus? Wir haben Matt, der eigentlich auch alle Positioning-Items hat, was er haben will. Will halt natürlich noch ein Ergonems haben, aber das ist auch ein bisschen weit in der Zukunft für ihn. 1200 Gold. Ist auf dem Weg, aber muss auch erstmal Buyback sparen. Ogre Magi hat auch wirklich alle Items, die er haben will. Brewmaster ist gesixslottet, soweit ich das hier sehe, fast. Und ja, Spectre ist auf dem Weg zu mehr Items. Das Problem ist halt aber auch, dass Spectre sehr weit hinten ist in Sachen Items. Aix, ja, hat noch ein bisschen was, aber kommt auch so nah daran, dass er halt langsam alle Items hat, die er haben will. Tja, und es ist halt nur noch Mind Control, der jetzt halt wirklich Items braucht. Oder ein Hard, was er wahrscheinlich gleich, könnte es halt gleich kaufen, aber wird auch Buyback haben. Einfach das ist halt die, keine Ahnung, wie viel Unterschied das macht, es sind ungefähr 1000 Leben, grob, die er durch das Hard bekommt, aber es sind halt 2000 Leben, die er durch den Buyback Haunt bekommt, was halt hier sinnvoller wäre. Ja, Ward ist jetzt hier auch down. Beide Seiten jetzt gar keine Wards mehr. Jetzt, weil das sagte, wurde der nächste Ward gestellt. Immerhin dieser Ward noch. Trotzdem beide Seiten blind. Aber auch irgendwie beide Seiten so nach dem Motto, okay, werden uns jetzt eigentlich engagen, weil das ist zu greedy jetzt. Wird halt einfach auf Roshan gewartet. Roshan ist jetzt da, wird auch gesehen. Und beginnt direkt ihn zu machen. Und X-Game haben dafür leider keine Vision. Und können da nicht engagen. Batrider mit der Helmius-Rune kann halt auch nicht scouten. Denn es sind halt auch Games auf der anderen Seite vorhanden. Das
Ist jetzt schwierig, von daher wird Unknown hier einen Rutschen bekommen. Ohne Contest. Ja, Spectre kriegt die Aegis. Weiteres Leben für sie. Und damit mit dem Buyback Horn wahrscheinlich 3 Leben für Spectre. Die somit einiges an Radiance Burn raushauen kann. Die Frage ist halt, wenn sie am Anfang stirbt, ist es gut. Aber sonst halt ein Spectre alleine ist dann auch schwierig. Besonders halt Mantis. Wenn er wiederkommt, wird er halt direkt den Kill wiederholen. Und dann sind die Leben nicht so viel wichtig, wenn das ganze Team von Basically Unknown vorher tot ist. Aber wenn nicht, dann kann die Spectre hier durchaus einiges machen. Wie das halt so ist. Die Frage ist halt natürlich auch, wie wird es hier passieren? Klar, Pickoffs sind ein Engage, aber ich glaube, beide Seiten werden sich hier keine Pickoffs leisten. Beide Seiten spielen defensiv und ja. Ich bin mir nicht ganz sicher, auf was ihr achten solltet, was demnächst passieren könnte. Ich habe keine Ahnung, ob jetzt hier irgendjemand Highground geht, ob jetzt einfach Spectre sich Highground stellt, ein bisschen Damage macht und versucht halt mit dem Aegis was zu machen oder nicht. Tja. Könnte doch eine gewisse Zeit dauern, wo zumindest die Spectre ein bisschen an Items braucht. Hart ist jetzt fertig. Buyback sieht nicht so gut aus, oder? Buyback startet auf Spectre mit 700 Gold. Von daher wird jetzt Unknown erstmal nicht engagen wollen. Aber X-Games hier engagen wollen. Finden hier mal Goma direkt. Haunt ist draußen. Kein Buyback ist natürlich klar. Haunt ist draußen. Werden jetzt hier gesehen. Sehen zumindest hier ein bisschen was. Reeves geht direkt down, aber Static Storm ist schon draußen. Maguma geht hier down. Erster Kill hier. Aber auf der Hinterhand haben wir tatsächlich Bambo, der hier auch noch Jason down bekommt. Von daher 3-1 bisher. Und Paris in Ultimate-Form haben Reeves hier hochgewirbelt. Und Batrider ist noch drin dafür. Mantis geht hier auch down mit dem Chop-Chop. Nur Staircat überlebt nicht das ganze Wire-Match. Ein schöner Blink, den er hier macht. Kompletter Team-Wipe. Und auf jeden Fall die ersten Racks. Buyback von Slark. Wie sieht es im anderen aus? Buyback, kein Buyback mehr vorhanden. Das sieht mir nach Game aus. Mantis alleine kann das absolut nicht halten. Mind Control mit 3 Leben hier noch. Wird sich auf jeden Fall nicht locker lassen. Und mit Eggs sieht das sehr nach Game aus. Was kann Mantis hier tun? Meiner Meinung nach nichts. Das ist bitter, dass sie den Engage gemacht haben. Und leider von hinten halt. Kam mit Bambo und Matt haben sie halt die ganzen Supports gekillt. Das waren die wichtigen Sachen. Und vorne wurden sie halt nur gestallt. Mind Control war da. Sie haben halt den einzigen Tanking Hero, den sie gefunden haben, direkt engaged und der hat einfach viel zu viele Leben gehabt. Meine Ogre mit dem Ultimate Orb, mit dem Arganems und Oils. Einfach zu tanky, um da was zu tun. Mal schauen gleich, wie viele Leben er hat. Und hier Bambo in 2 gesprungen. Erster Chop-Chop. Richtig gute Sache. 2800 Leben genommen. Ein paar Armor. Ja, der Chop-Chop war nichts. Reeves wird das Ganze überleben. Auch Mantis. Aber ja, da ist nicht mehr viel zu tun. Andere ziehen sich tatsächlich zurück. Einfach weil genug Leute wieder da sind. Außerdem AP ist nämlich noch vorhanden. Und jetzt direkt der erste AP. Nächste AP auf 3 diesmal. Wie sieht's aus mit Matt? Kann er hier was tun? Er wird von dem Feld aufgehalten. Mind Control ist noch da. Hat noch die Aegis. Aber halt alleine will er hier nichts tun. Und wird... Tja, ist halt die Frage. Aber Mind Control lebt noch mit der Aegis. Und Matt scheint auch wegzukommen. Guter Fight für X-Game. Wunderschöne APs. Einmal auf 2 und einmal auf 3 Helden. Aber der Damage hat nicht ausgereicht. Und so langsam gehen die T4s. Kriegen doch einigen Damage hier. Und für Unknown geht es jetzt zurück. Geht es jetzt an die Sache. Okay, Buybacks sparen. Einfach gleich wieder reinkommen. Buybacks sind doch eigentlich alle da. Und dadurch, dass Mantis jetzt kein Buyback haben, werden sie gleich einfach Go machen. Grafenweise. Gut, wer hätte das gedacht? So weit vorne für Unknown. Bei 2 Racks down. Ist das Ganze auch klar? Endlich hat sich jetzt Mind Control an die Spitze des Networks gespielt. 7-4-25 für ihn. Mit 344 Last Hits. Ist auf dem Weg zum Skadi. Immerhin. Der Fortschritt von Mantis wird weniger. Besonders hat auch an Items sehr wenig rausgeholt. Hat jetzt tatsächlich einen Refresher gekauft, anstatt den Midas. Um mehrere Instanzen Shadow Dance zu bekommen. Ist eine gute Wahl. Besonders weil er sonst auch gesixloted ist. Die Fights werden jetzt in der Basis rumgehen, von daher BOTs sind erstmal nicht nötig. Außerdem mit 522 Movement Speed ist man auch sehr schnell wieder in der Basis zurück.
Daher, Anon bereiten sich wahrscheinlich auf den letzten Push vor. Den Todesschlag und X-Game. Können auch darauf hoffen, dass Unknown overextended, dass Mantis hier einfach die als fetter Slug einfach genug ist. Aber je mehr Spectre hier in Space bekommt, desto unwahrscheinlicher wird das, dass Mantis hier was bekommt. Mantis ist Level 25, ist gesixlottet, wird halt nicht viel mehr. Und Unknown werden sich hier einfach nicht hetzen lassen und wissen, dass sie halt einfach den Vorteil haben und können es langsam spielen. Slug wird nicht schlimmer. Und der Rest haben sie halt nur noch IPs zu fürchten. Und wenn sie da nicht in IP reingeraten, sieht das hier sehr gut aus für Unknown in das Spiel 2 von 2 in der Jund Dota League Season 4 EU Playoffs Lower Bracket zu gewinnen. Ja, Reeves muss jetzt hier auch wieder rein TPen. Ist nicht schnell genug zum Gehen gelaufen und jetzt kommt der letzte Push von Unknown rein. Mein Controller als erstes, Aegis ist schon wieder down, aber Buyback und Haunt ist vorhanden. Und ist der erste Lasser auf Mind Control. Aber, naja, nicht schönes Ulti, schöne AP allerdings auch. Die Frage ist, können sie mir machen? Nein. Spectre ist down, Buyback, Spectre ist jetzt drin. Jason lebt immer noch, Big Gnome geht jetzt hier down als erster. Matt ist auch noch down, aber Stalkit ist auch down. Buyback von Aegis auch noch genutzen, AP wieder mal. Kann er hier den Skewer zurück in den Fonten bekommen? Es sieht nicht danach aus, Bamboo kriegt ja auch noch den Call raus. Mantis wird low, kriegt aber seinen Shadow Dance raus. Man kann jetzt hier Damage auf Mind Control halten und Dieback für Mind Control. Paris als erstes hier drin, kriegt aber noch den Hit auf Mantis raus. Die Frage wird es sein, sehr viele Hits, sehr viele low. Die Rex stehen noch, Stacked ist hier drin, Paris ist noch hier drin, Jason ist Invis, Radiant's Ancient ist under attack. Aber noch sind sie drin, Multicasts müssen es jetzt reißen, Paris ist auch low. Und so wie es scheint, Magoma geht jetzt hier down, aber fucking mad mit dem fucking Finger. Holt sich das GG. Und Stalkit, weiß ich nicht, wird vielleicht auch nochmal sterben. Ja, wird nochmal sterben. Mad mit dem Finger holt sich das GG. Und beendet das Spiel. Basically Unknown gegen X-Game. 2:0 für Unknown. Die somit demnächst gegen Bucking Bears Corleone im Finale des Lower Brackets der Jund Dota League Season 4 EU Playoffs antreten wird. Wo es um den Verbleib in der Division 1 bleiben wird. Oder gehen wird. Das war ein Game. Das hat sich lange herausgezögert und sehr viele schöne Teamfights. Allerdings haben irgendwie Mantis hat mit dem Slug super ein Game hingelegt. Trotzdem haben sie es nicht rechtzeitig finishen können und da kam die Spectre zurück. Und Unknown konnte es durch überlegtes Fighten irgendwie hinbekommen, nicht in APs zu geraten und das Game noch zu turnen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Das war's für heute, so wie ich das hier sehe. Es könnte irgendwas noch nebenbei sein, aber ja, Dota Pit League, MLG Pro League, Meepoint gegen 4SC, aber das beginnt jetzt schon. Von daher lassen wir das Ganze mal für heute gut sein. Ich bin at Sisterzone Dota auf Twitch und ansonsten Sisterzone. Wenn euch das gefallen hat, kommt öfters noch vorbei. Followt mir, wie auch immer. Klickt mich irgendwie an auf Join Dota. Könnt ihr den Stream angucken. Demnächst auch auf Team Liquid in ein paar Tagen. Denn man muss ja 7 Tage vor der Gaunt-Registration leider warten, bis man Streamer sein kann. Na gut, dauert halt noch ein bisschen. Gut, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann, auf Wiedersehen.